Ja, hallo, herzlich willkommen bei 1000 Best TV. Ich bin hier wieder mal in Spanien unterwegs und prüfe für euch den neuen Dunlop Sportsmart MK3 auf Herz und Nieren. Ein neues Universaltalent für sportliche Motorradfahrer von Dunlop. Bleibt dran, für euch der Check hier auf 1000 PS. Ja, Reifentests sind immer eine intensive Geschichte, weil man da ja den Reifen auf unterschiedlichen Motorrädern und auf unterschiedlichen Terrain ausprobieren soll. Und Dunlop hat da für uns wieder ein tolles Setup hingezaubert, dass wir da wirklich intensiv den Reifen ausprobieren können. Ich möchte jetzt einmal ganz kurz durch den Tag führen, das wisst ihr, was ich da so ja, am Start habe. Also früh morgens vom Hotel los sind wir gefahren mit dem Straßenmotorrädern. Es war am Start BMW F800 GT, S1000R, S1000XR, Tracer 700, XSR 900 und das sind auch schon so, wie soll ich sagen, die Zielgruppenmotorräder für diesen Reifen. Wir sind dann ja so 1,5 Stunden hergefahren zur Strecke und auf die Fahreindrücke komme ich gleich zurück, aber das hat mir insofern zufriedengestellt. Es war jetzt nicht so eine glatt gebügelte Geschichte mit makellosem Asphalt, sondern es war schon eher die grindige Partie mit heftigem Schwerverkehr mit drauf, also durchaus herausfordernde Bedingungen. Und jetzt sind wir hier auf einer Rennstrecke, ich muss gestehen, ich glaube, das ist die einzige in Spanien, auf der ich noch nicht war, echt erstaunlich. Parc Motor de Castiglioli, glaube ich, so spricht man das aus, Circuit Parc Motor heißt es. Ich habe sie echt nicht gekannt, echte Bildungslücke. Gar nicht so klein, 4 Kilometer, aber kein, wie soll ich sagen, kein typisches Rennstrecken-Layout, haben auch die Kollegen hier gesagt. Es simuliert im Prinzip eine sehr eine intensive Berg- und Talfahrt. Es hat ein sehr starkes Gefälle auch drinnen, auch teilweise heftige Bodenwellen. Und da fahren wir dann die Z900 und die ZX6R. Jetzt bin ich insgesamt, muss ich sagen, positiv überrascht von dem Setup, weil bei so Reifenpräsentationen, wo man als Journalist eingeladen wird, da hat man oft natürlich ein bisschen das Problem, dass die Hersteller sich da ein bisschen leicht machen teilweise und wie soll ich sagen, auf einer Rennstrecke, wo der Asphalt so makellos ist wie nur irgendwas, glatt gebügelt, wo dann eh immer alles gut funktioniert, dann machen wir dann, wie soll ich sagen, einen irrsinnig positiven Test und im Nachhinein die Leute sagen dann, na, das gibt es ja in dieser Lobhudelei, bei mir zu Hause hat es nicht so gut funktioniert. Das ist bei manchen Reifentests in der Vergangenheit passiert, ohne böse Absicht wirklich von uns oder irgendwie gekaufte Werbung, was weiß ich, sondern schlicht und ergreifend dadurch, dass die Hersteller das Terrain so perfekt für diesen Reifen gewählt haben, war es schwierig, da irgendwelche kritischen Punkte zu erkennen. Also das ist heute definitiv nicht der Fall. Wir haben hier Bodenwellen auf der Strecke. Das Fall beim Herfahren war schlecht. Dementsprechend konnte ich vom Reifen jetzt schon ein bisschen was mitnehmen. Für euch möchte ich den Reifen noch ganz kurz einsortieren, weil es ist echt schwer, den Überblick zu behalten und insofern sind diese Videos, glaube ich, schon eine sehr hilfreiche Geschichte, um den Reifen für sich auch einzusortieren. Wir haben in den letzten Jahren wahnsinnige tolle Entwicklungen in der Reifenindustrie im Bereich dieser Sport-Touring-Reifen, zum Beispiel von Dunlop, den Roadsmart 3. Diese Reifen sind mehr und mehr sportlich geworden und haben jetzt diese Sportreifen, ich will nicht sagen überflüssig gemacht, aber durchaus in Bedrängnis gebracht, weil sie natürlich eine tolle Laufleistung haben, diese Sport-Touring-Reifen und einen tollen Grip bei kühlen Temperaturen und bei Nässe. Und auf der anderen Seite ist so, dass die Rennstreckenreifen durchaus ja, immer diffiziler geworden sind, heikel beim Reifendruck, heikel in der Aufwärmzeit. Und da hat Dunlop ein Produkt, ein pflegeleichtes Produkt an den Markt, gebracht, letztes Jahr, den Dunlop Sportsmart TT. Ein Reifen laut Dunlop, der 50% Landstraße, 50% Rennstrecke kann. Ein wirkliches, wie soll ich sagen, ein Hightech-Produkt, wo ich sage, das ist für so Motorrad-Konnoisseure, also es ist für Leute, die halt richtiger, echtes Performance-Ding auf den Felgen kleben haben wollen, wo es Kompromisse eingehen beim Kaltgrip, wo es Kompromisse eingehen, auch bei der Laufleistung, aber was echt geile direkte Sachen machen können und auf der Landstraße halt immer rasten, kratzen und so weiter, alles kein Problem ist. Und jetzt hat zusätzlich zu diesem, ja, ich würde schon sagen, kompromissbehafteten und radikalen Sportsmart CD, Dunlop, was da in die Mitte reingeschoben und sie nennen ihn Sportsmart Mark 3. Ich glaube, in den englischsprachigen Märkten bei uns heißt er Sportsmart MK3. Und das ist auch der Nachfolger, aber doch mit ein bisschen einem anderen Einsatzbereich, auch wie der Sportsmart 2 Max. Und das ist, könnte man jetzt so sagen, es wäre ein Nachfolger von diesem neu. Aber doch
mit einer bisschen einer anderen Positionierung, weil er auch durch die Mischungskonstruktion oder der Aufbau der Mischung auch deutlich in diesen Sport-Touring-Bereich reingeht. Und das ist etwas, was ich heute in der Früh definitiv schon erfahren habe dürfen. Wir fuhren los, wie spät war es, 8.15 Uhr oder irgend sowas, war wirklich noch kühl, schlechter Asphalt. Das ist normal ein Terrain, wo man sich auf Sportreifen überhaupt nicht wohlfühlt und das hat wirklich großartig funktioniert. Ich bin gefahren auf der BMW F800 GT und dieses Einlenkverhalten war wirklich eine wunderbare Kombination aus sportlich direktem Handling, gepaart aber mit diesem Vertrauen, das man einen Touring neu hat. Definitiv auch anders wie beim TT, der bei einer, wie soll ich sagen, beim Losfahren immer ein bisschen ein indifferentes Handling bietet und halt seine Temperatur braucht. Und das hat schon mal wirklich großartig funktioniert. Im Laufe dieser Ausfahrt hat sich dieser Eindruck auch noch bestätigt. Tatsächlich in schwierigen Bedingungen auf der Straße, bei schlechtem Asphalt, bei wechselnden Fahrbahnbedingungen, auch bei wechselnden Radien, hat er wirklich immer großartig funktioniert. Und da muss ich auch sagen, es macht doch noch Sinn, solche Sportreifen zu machen. Also dieses Gefühl für dieses Direkte in den Radius hineindrücken und die Schräglage weiter steigern, das ist dann bei so einem sportlichen Reifen in einer sportlichen Karkasse wie bei diesem Sportsmart eben doch noch eine Spur leibender, als wenn ich halt einen Rotsmart 3, der auch fantastisch ist, aber ist halt doch nur ein Sport-Touring-Reifen drauf habe. Dieses Gefühl der sportlichen Transparenz und Direktheit haben halt diese Sportreifen. Und das jetzt in Kombination mit dieser flotten Aufwärmzeit und mit der Laufleistung, das konnte ich jetzt nicht prüfen, da muss ich halt den Dunlop-Technikern vertrauen, dass dieser Reifen jetzt auch eine anständige Laufleistung hat, ist das schon eine tolle Erweiterung von dem Reifensortiment, wo wirklich schon schwierig ist, ja, den Überblick zu behalten. Jetzt sind wir hier auf der Rennstrecke, da fahren wir den gleichen Reifen auf zwei anderen Motorrädern, aber auch mit typischen Protagonisten, die draußen am Markt, glaube ich, auch durchaus eine Relevanz haben, zum Beispiel die Kawasaki Z900, Kassenschlager seit Jahren, und ganz neu und, glaube ich, leibend, der schöne Vertreterin von dieser 600er Supersportklasse, die neue ZX6 Servo Kawasaki. Die werden wir jetzt da auf der Rennstrecke probieren. Es ist schon als Rennstrecke durchaus eine interessante Geschichte durch diese Bodenwellen in den Bremszonen, die du hast. Und durch diese starken Gefälle ist das eine interessante Geschichte, weil dann wahrscheinlich diese Serienfederelemente, vor allem von der Z900, durchaus an die Grenzen kommen werden. Und was natürlich auch eine große Herausforderung ist für so einen Straßenreifentechniker, habe ich vorher gesprochen, der hat mir gesagt, sie haben da vom Losfahren mit kalten Reifen bis nach 4 Runden eine Druckveränderung von 0,6 bis 0,7 Bar. Also das ist dann schon unglaublich, was dieser Straßenreifen hier jetzt leisten muss auf der Rennstrecke. Das ist also bei keiner Ausfahrt in den Dolomiten wird man den wahrscheinlich so an die Grenzen bringen. Aber es ist gut, dass man da jetzt mal schauen kann, okay, wie weit kann man mit diesem Universal-Sportreifen von Dunlop gehen. So, jetzt habe ich bei mir den Reifenexperten Dimitri von Dunlop. Es ist ja so, wie es in der Früh losgefahren, wie es wirklich noch kalt war, die Temperatur. Und die Aufwärmzeit auch wirklich kurz. Also der Reifen hat auch sofort schönes Vertrauen vermittelt. Und da ist eine Silikamischung drin. Und warum ist das jetzt so, dass man dann sagt, wenn die Temperatur weiter steigt, also wahrscheinlich heute Nachmittag, dann wird der Reifen an seine Grenzen kommen, weil die Temperatur zu hoch ist. Warum ist das so? Eigentlich alles, was hilft, um bei niedrigen Temperaturen und im Nässe sehr gute Haftung zu bekommen, ist eigentlich nachteilig für die Gummieigenschaften bei sehr hohen Temperaturen. Das heißt, so um die 100 Grad Celsius oder mehr. Die Qualität im Nässe und im Kälte, die sind dann ziemlich empfindlich und ja, leider nicht mehr so gut. Es ist ein Straßenreifen, man kann damit auf der Strecke fahren, aber es ist nicht unbedingt der Reifen, den wir für sehr erfahrene Fahrer für die Rennstrecke empfehlen würden. Ja. Was glaubst du ungefähr, bis zu welcher Asphalttemperatur ist es ein sehr guter Reifen und wann wäre es auch für den Hobbyfahrer besser, auf den TT oder auf einen Hobbyslick zu wechseln? Was denkst du, welche Asphalttemperatur? Eigentlich alles hängt ab vom Fahrerprofil, die Strecke. Asphalttemperatur ist nicht so wichtig, sagen wir eher das Tempo. Das Tempo. Sagen die Fahrer in die langsamere Gruppen oder Leute, die nicht sehr ambitioniert sind, die keine Rundenzeiten jagen, die sind sehr gut ab mit diesen Reifen. Man braucht keine Reifenwärmer.
funktionieren gut in allen Bedingungen. Aber für sehr schnelle Fahren haben wir besser geeignete Produkte, so wie Sportsmart TT, GP Racer oder GP Pro. Ja, jetzt ist es an der Zeit, so ein bisschen ein Resümee zu ziehen und so eine endgültige Empfehlung für euch, für wen das richtige Produkt ist, dieser Dunlop Sportsmart MK3. Also ausprobiert habe ich ihn, wie gesagt, auf verschiedenen Motorrädern, Sporttourer, Nakedbike und auf einem Supersportler, also drei verschiedene Motorräder, bin ich schon gefahren. Und die Heimfahrt, ja, das wird eher eine langweilige Geschichte, glaube ich. Das für mein endgültiges Urteil reichen die Impressionen schon. Erstaunlicherweise hat der Reifen auf beiden Motorrädern gut funktioniert, auf dem Nakedbike und auf der Supersportler hier auf der Rennstrecke. Obwohl die Rennstrecke wirklich böse Bodenwellen gehabt hat, sind beide Motorräder in der Bremszone schön stabil gewesen. Das war das, wo ich mir gedacht habe, okay, das könnte bei dem angenehm händelnden Reifen vielleicht ein Stabilitätsproblem werden. Das hat gut funktioniert, das passt. Es war auch jetzt so, dass am Vormittag die Temperaturen noch nicht so hoch war, mein Tempo auch noch nicht so hoch, also war wirklich ein wunderbarer Track Day hier mit dem Reifen. Vorher jetzt die Einsatzempfehlung, damit man, wie soll ich sagen, da nicht dieses Gefühl hat, man nimmt den falschen Pneu und jetzt gibt es diesen TT und es gibt den Roadsmart 3 und es gibt den Sportsmart MK3, welcher ist der richtige für mich? Also der Dunlop-Techniker hat es, glaube ich, ganz gut erklärt. Also für den gelegentlichen Track Day, wenn man jetzt nicht der erfahrene Rennfahrer ist und der erfahrene Rennstreckenfahrer ist, ist dieser Reifen auch im August noch ein guter Pneu. Also das ist jetzt, wie es, glaube ich, ganz gut formuliert hat, weniger hängt von den Temperaturen ab als vom Fahrertyp, weil damit du den Reifen auf so eine hohe Temperatur bringst, dass der in Bedrängnis kommt, musst du natürlich auch ordentlich am Kabel ziehen. Also das ist ein guter Reifen, wenn du auf Achse zur Rennstrecke fährst, dort einen schönen Tag haben möchtest und dann heimfährst und komplett, ja, befreit auch fahren möchtest, wenn da mal Regen ist oder schlechtes Wetter, dann ist es ein super Pneu. Und wenn du es ein bisschen radikaler gern noch hast beim Grip, wenn du höheres Tempo gern fahren kannst und auch fahren willst, aber doch deutliche Einbußen beim Nassgrip gehen kannst, dann kannst du diesen Sportsmart TT nehmen. Ich sage einmal, vom Einsatzbereich so eine Empfehlung, die ich jetzt abgebe, tue ich mir mit diesem MK3 leichter als mit dem TT, den ich persönlich auch privat auch gern fahre, weil der MK3 halt einfach wirklich vieles gut kann. Sie haben eine schöne Auswahl an Dimensionen und ich habe da auch mit den anderen Kollegen gesprochen, es hat auch mit den anderen Motorrädern niemand ein Stabilitätsproblem gehabt und das ist wirklich eine angenehme Geschichte. Jetzt zu sagen, das ist jetzt besser wie, keine Ahnung, der S22 oder besser wie der Rosso Corsa oder irgend sowas, das wäre jetzt unseriös, da müsste ich es im direkten Vergleich fahren. Das herausragende im Reifen ist sicher, dass man diese Touring-Laufleistungs- und praktischen, ja, Vorzüge, die man von einem Touring-Reifen halt braucht, es geschafft hat, in ein sportliches Produkt zu transformieren, ohne dass es ein langweiliger Reifen wird. Also das ist sicher was Tolles, was dieser Reifen gut kann und was so, ja, ich will nicht sagen einzigartig ist, es gibt gute Universalreifen sonst noch am Markt, aber für die Saison 2019 hat Dunlop da was Gutes abgeliefert. Das ist eine tolle Empfehlung für diejenigen, die sich da jetzt in den Berichten wiederfinden und in dem Einsatzgebiet wiederfinden, kann ich wirklich gern empfehlen. Ja, mach es mal, lese ich dann bei Reifenbericht nach unten drunter, ja, Lobhudelei, gekaufte Werbung, bla bla bla. Also es ist natürlich so, dass diese Reifentests jedes Jahr stattfinden und jedes Jahr natürlich die Produkte besser werden. Also in den, weiß ich nicht, 20 Jahren, wo ich das jetzt mache, glaube ich, war es zweimal ein Reifen dabei, der nicht gut war bei so einem Test. Das war damals der, wie hat der geheißen, dieser Michelin Power Pure, der hat ein ganz merkwürdiges Einlenkverhalten gehabt und der Road 4, der hat auch so ein indifferentes Einlenkverhalten gehabt. Das waren die einzigen Reifen unter den 100, die hier gefahren sind, die jemals schlechter waren als das Vorgängerprodukt. Und was auch halt noch ist, was man immer ein bisschen bedenken muss, natürlich macht Dunlop hier das Setup richtig und perfekt. Die werden jetzt natürlich keine Strecke aussuchen, wo der Reifen nicht gut funktioniert. Aber das kann jetzt nicht, ich weiß jetzt natürlich nicht, wie dieser Reifen, keine Ahnung, im Brünn funktioniert. Was ich schon weiß, ist, dass auch am Bannonering gut funktioniert. Weil dort war ich schon im Februar mit meiner Dunlop Duke bei sehr niedrigen Temperaturen und das war ein Heimspiel für den Reifen. Da habe ich auch ein eigenes Video, unten drunter ist der Link. Deswegen von mir nach zwei verschiedenen Rennstrecken, nach zweimal Fahrten auf der Landstraße mit unterschiedlichsten Motorrädern eine, ja, von ganzem Herzen ehrliche Empfehlung für euch, für diesen Neu. Viel Spaß damit und gerne, ganz wichtig, postet mal eure Kommentare, eure Erfahrungen mit euren Motorrädern, gerne auch mit älteren Modellen, unten drunter mit dem Dunlop Sportsmart MK3. Das wertet das ganze Video nochmal gewaltig auf. Vielen Dank, tschüss und baba.